Hallo, ich bin Martin von SongwriterOnline.com und in Teil Nummer 25 meiner Logic Tutorial Serie zeige ich dir, wie du dir mit Logic's Amp Designer einen amtlichen Gitarrensound basteln kannst. Dazu hören wir uns erstmal dieses Beispiel an. Wir haben also hier eine Gitarre, die ist direkt aufgenommen worden, also ist kein Amp abgenommen worden. Und deswegen benutzen wir jetzt den virtuellen Gitarrenamp von Logic selber. Dazu gehen wir in den Amp Designer. Also wir hören nochmal zunächst in die trockene Gitarre rein. Ja, machen wir mal den Amp Designer an und lassen wir einfach mal jetzt das Standard-Preset hier, die Standardeinstellungen laufen. Ich schalte erstmal aus, dann zu. Ja, da klingt die Sache schon etwas besser und diese virtuellen Gitarren-Amps sind sehr gut, weil sie dir relativ realistischen Sound eines Amps geben, mit aber viel größerer Flexibilität eines tatsächlichen Gitarren-Amps. Also das heißt, du kannst viel schneller zwischen einzelnen Cabinets und einzelnen Amps umschalten. Und jetzt wollen wir zunächst mal ein bisschen rumprobieren hier, was wir hier machen können. Zunächst mal klingt die Gitarre ein bisschen harmlos, ja. Und deswegen versuche ich jetzt mal hier an dem Gain-Knob, das ist mehr oder weniger mein Distortion-Knob hier, versuche ich die so ein kleines bisschen anzuzerren. Was jetzt auffällt, ist, dass die Gitarre noch sehr, klingt ziemlich spitz und pieksig, irgendwie würde ich mal sagen. Und dann, bevor ich jetzt an die Frequenzen gehe, und ist auch sehr viel Hall drauf, bevor ich an die Frequenzen gehe, probiere ich jetzt mal erstmal das Reverb auch zu verändern, weil das gefällt mir auch nicht gut. Das Ridge Reverb, mir gefällt hier dieser Boutique Spring ganz gut. Ist aber noch zu viel Hallanteil. Ich versuche die mal ein bisschen runterzufahren, weil die Gitarre jetzt doch arg weit weg klingt. Noch ganz kurz, man hört eigentlich eine Gitarre, wenn man mischt, nicht einfach nur so solo an. Das mache ich jetzt hier nur zu Demonstrationszwecken für den Virtual Amp von Logic. Eigentlich musst du immer alles im Mix abhören, aber wir machen es jetzt mal hier nur solo, das, was jetzt hier um diesen Amp geht. Also das nur zwischendurch zur Kenntnisnahme noch. Okay, also ich habe das Reverb gewechselt. Das gefällt mir jetzt besser, genau, das ist der Boutique Spring, aber es ist immer noch ein bisschen arg viel Reverb jetzt hier. Besser. Okay, klingt auch schon gar nicht schlecht. Was wir jetzt hier auch ganz schnell machen können, ist das Modell zu ändern. Wir können den Amp ändern und wir können auch den Cabinet ändern. Das probieren wir jetzt einfach mal. Wir nehmen einfach mal den Vintage British 412. Genau. Hören wir mal, wie das klingt jetzt. Hier kannst du dich austoben, du kannst hier probieren, was du möchtest. Das ist natürlich immer auch so ein bisschen Geschmackssache. Ja, das ist Geschmackssache jetzt hier. Der gefällt mir ganz gut, für diesen Zweck jetzt auch. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, dann können wir auch das Mikrofon hier verändern, verschiedene Mikrofontypen. Wir haben jetzt hier so ein Ribbon-Mikrofon, das ist ganz gut, auch wenn es die für wenn du einen volleren Gitarrensound möchtest. Und wir probieren jetzt aber einfach mal zum Spaß ein anderes aus. Die kannst du hier auswählen. Ich nehme mal das Dynamic 57 hier. Und wenn du hier über den Verstärker die Maus ziehst, dann kannst du auch noch die Mikrofonstellung verändern. Du siehst also, wenn ich jetzt hier diesen weißen Punkt nehme, dann verändert er mir die Stellung des Mikrofons. Wenn du jetzt sehr nah am Center bist, dann wird er dir die hohen Frequenzen sehr viel mitnehmen. Also ich kann einfach mal, während ich es laufen lasse, dann rumspielen.
Gehe ich jetzt weiter nach hinten und aus dem Center raus, dann wird der Sound ein bisschen dumpfer und nicht ganz so präsent. Ist auch immer Geschmackssache. So ist es doch zunächst mal ganz gut. Probieren wir jetzt noch den Gitarrenklang etwas über unsere EQ-Möglichkeiten hier zu formen. Okay, es klingt schon ganz gut so, es ist aber noch ein bisschen aggro so insgesamt, jetzt vor allem für diesen Zweck, für diesen Song jetzt hier, und ich kann jetzt auch mal probieren, wir können mal probieren über die Präsenz hier noch, ein bisschen weniger, die Präsenz ein bisschen rauszufahren. Ich denke, so ist es auch nochmal ein kleines bisschen besser geworden. Eins muss man vielleicht noch sagen, du hast bei dem virtuellen Amp-Designer von Logic eigentlich zwei Möglichkeiten, um das Signal zu verzerren. Das ist einmal der Gain im Preamp-Stage sozusagen und einmal dein Master. Und wir werden jetzt den Master ein bisschen runterfahren, weil das Ganze doch noch ein bisschen spitz klingt. Ein bisschen weniger Saturation zu haben. Dass es nicht ganz so ultra fett klingt. Also so hat er arg viel Wumms, ne, wenn der Master voll drin ist. Wenn ich jetzt den Master zurückfahre, nehme ich ein bisschen was von der Sättigung raus, dass es nicht so sehr pappig klingt. Und ich habe aber trotzdem noch den schönen Crunch hier. Von dem Gain, das ich reingefahren habe. Es wird natürlich auch ein bisschen leiser dadurch und da kann ich hier mit dem Output-Knob ein bisschen nachregeln, aber das machen wir jetzt immer gleich, wenn wir den Gesamtmix laufen lassen. Ich schalte den Amp-Designer nochmal aus und dann zu. Okay, war vielleicht ein bisschen zu laut jetzt insgesamt für den Mix hier. Gut, das war's zu Logic Amp Designer. Mich würde noch interessieren, wenn du Gitarrist bist, benutzt du den Logic Amp Designer? Was hältst du von ihm? Gefällt er dir oder bevorzugst du doch irgendwas von einem Drittanbieter? Weil ich finde die Amps nämlich sehr gut, ich bin aber selber kein Gitarrist. Bevorzugst du doch lieber irgendein anderes virtuelles Rig oder überhaupt kein virtuelles Rig? Das würde mich interessieren, liebe Gitarristen. Bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem Virtual Amp Designer hier. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, über einen Daumen nach oben, über nette Kommentare oder über einen neuen Abonnenten. Und morgen geht es dann schon weiter mit Tipp Nummer 26 dieser Logic Tutorial Serie. Wir gehen in Riesenschritten vorwärts, bald ist es leider schon zu Ende. Trotzdem freue ich mich auf morgen und sag bis dann.